Es werden Gerüchte gestreut, dass Sie im nächsten Jahr den Marathon mitlaufen wollen oder zumindest schon dafür trainieren. Na, also ich glaube nicht, dass ich den Marathon mitlaufe. Was an mein Ohr drang, ist eher so etwas wie ein Staffelmarathon zusammen mit dem Kollegen Bure und dem Landrat und natürlich Herrn Fahrenkamp selbst. Ja, die Welt ist immer wieder voller Überraschungen. Ja, wenn ich gesund bleibe, schauen wir mal, wie der Herr Bürgermeister schon gesagt hat, ne? Vielleicht mache ich mit. Wenn ich nicht mitmache, bin ich auch dabei. Das finde ich schon ein ganz tolles Ereignis, was hier heute gestartet wird, ne? Und wenn man sich so umschaut, ich glaube, alle Besucher sind auch zufrieden. Also mit Läufern habe ich noch nicht gesprochen, aber ich glaube, denen wird es auch sicherlich allen gefallen, ja, ne? Das Wetter war super, für einen Läufer geht es ja eigentlich nicht besser. Und zufrieden mit dem Lauf? Ja, ich war schneller, wie ich wollte. Wie sieht das so aus, als würden Sie sich hier wohlfühlen? Ja, ich fühle mich auch jetzt ganz wohl. Nach dem Zieleinlauf und eine schöne Massage, das tut doch ganz gut, ja. Und gleich zwei Mädchen, wie haben Sie das denn gemacht? Ich weiß nicht, die haben sich auf mich gestürzt, glaube ich. Habe ich gar nicht angefordert, aber ist ganz angenehm, ja. Und die Strecke war auch ganz angenehm zu laufen. Also mir hat es sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, allen anderen auch. Super, danke. Sie genießen das, ja? Ja, wunderbar. Braucht man auch hinterher. Glückwunsch. Danke. Ja, wir haben natürlich gesagt, durch die lange Verbundenheit von Porta Möbel zu GWD als Sponsor wollen wir diesen Lauf unterstützen. Nach dem schweren Spiel gestern gegen den HSV laufen unsere 10x4 Kilometer. Ich glaube, das ist auch besser. Wir haben also an diesem Staffelwettbewerb teilgenommen, aber mehr aus PR-Gründen. Kann man nur den Hut ziehen und sagen, top, was die Leute hier ableisten oder was sie liefern an Leistung. Und jeden, der hier ins Ziel kommt, wirklich einen gehörigen Respekt entgegenbringen. Aber trotz des fehlenden Sonnenscheins ist es für die Stadt Porta wie auch für die Stadt Minden ganz, ganz hervorragend, dass wir wieder so ein Event haben. Und ich hoffe, dass die Firma Porta Möbel durchhält mit ganz, ganz vielen Sponsoren und dieses Event auch die nächsten 25 Jahre zu einem der größten Laufevents in Ostwestfalen machen wird. Ich hätte mit den Damen angefangen, Porta Möbel fängt mit den Herren an. So, die erste Dame, der erste Herr, schade, ist der Herr Schirmacher. Ein Gutschein im Wert von 500 Euro bei Porta. Herzlichen Glückwunsch. Es ging den ganzen Tag Schlag auf Schlag. Auf der Bühne schon die ersten Siegerehrungen, auf der Strecke Zieleinläufe und neue Starts. Jetzt schon die ersten Läufer, also die 10-Kilometer-Läufer können, wenn sie wollen, schon langsam rauf. Was war besser? Das Essen oder das Laufen? Selbstverständlich das Laufen. Ganz angenehm, weil ich bin eigentlich nur auf einer langen Radtour unterwegs. Ich komme aus Hannover mit dem Fahrrad und habe gedacht, könnt ihr mal kurz mit einem kleinen Lauf unterbrechen und fahre aber gleich wieder nach Hause. Regeneration in meinem Alter dauert zwar immer etwas länger, aber nach 4-5 Minuten geht das dann schon wieder. Da klatschen sich die beiden ab, sehr schön. Erstens mal perfekt organisiert. Wir haben vom Wetter her auch Glück gehabt. Wir sind ja um 12 Uhr gestartet, also war das ein bisschen kritisch mit den Temperaturen. Aber wir haben einen ganz leichten Nieselregen unterwegs gehabt. Sensationelle Stimmung, passte perfekt. Ja. Und wenn man sich hier umguckt, was hier an Massen auch auf der Strecke ist und was hier am Standort ist, was am Start-Zieleinlauf ist, also das ist schon mehr, als ich erwartet habe. Deutlich mehr, ja. Und zum Abschluss des Tages waren die Bambini-Läufe der unbestrittene Höhepunkt. Dann sagt mir doch mal, ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Nein, habe ich nicht. In einem Laufverein irgendwo? Nein. In was für einem Verein seid ihr denn? Ich bin im Gartenverein. Weil wir am Mittwoch das Sportabzeichen machen und dann kann ich dafür üben. Das ist klar, bei den Bambinis, wir haben ja weit über 400 Starter inzwischen bei den Bambinis. Und da muss man natürlich mit rechnen, Oma, Opa, die Eltern, alle werden da sein und werden sich das angucken, wenn die Kleinen natürlich laufen. Und das ist natürlich ein besonderes Highlight auch, weil die Kinder natürlich auch besonders viel Spaß dran haben. Ne? 2, 1!
Aber ich bin bei uns in der Schule, da ist immer so ein Lauftraining, da mache ich manchmal mit. Möchtet ihr gewinnen oder ist das völlig egal? Ja, eigentlich schon. Ja. Dann guck mal, wie ist das mit dir? Der Weg ist das Ziel. Danke, danke, danke.